Servus, liebe Freunde, was geht ab? Was jetzt kommt, ich bin absolut nicht stolz darauf, aber was muss, das muss. Ich bin hier gerade in Trier, tatsächlich radikal auf einem gottverdammten Tennisplatz. Und jetzt werden wir erstmal ein Doppel spielen. Spielen wir ein Doppel? Ja, Salami, ja, Salami, ey, ja, Salami. Das war blöd. Ah, warte, lass mal Fußballtennis spielen. Ey, wir steigen mit einem saftigen Doppel zum Aufwärmen hier ein. Was sagst du? Wir beide gegen den Rest? Say. Hey, du machst voll die gute Figur, oh mein Gott. Einfach sagen. Okay. Komm, zeig, was du kannst. TT7. Was war das? Den Unterricht von Maria Sharapova, Leute. Maria Sharapova, bitte, zeigen Sie mal. Maria Sharapova. War ein bisschen zu weit, sorry. Allahu Akbar. Tarik, fang den Ball, bitte. Was war das? Okay. Meine Damen und Herren, Maria Sharapova. Möchtest du irgendwie ein Interview geben? bist du in einer Beziehung? Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Fast 2 Jahre wieder. Ich habe gehört, ihr wart eigentlich länger zusammen. Ja, fast 4 dann jetzt. Was für ein Sternzeichen ist der? Ja. Haram! Ey Philipp! Die kennt dein Sternzeichen nicht! Ich kenn meins auch nicht! Rafael Nadal! Ich hab mich mal festgelegt! Rafael Nadal! Oh, guter Aufschlag da. Oha, wo kam der? Rafael Nadal, du bist scheiße. Ey, sind Sie bereit für ein kurzes Interview? Ja. Ich habe gehört, Sie sind zusammen mit Maria Sharapova. Im Dubio Pro Reo Grundsatz zählt okay, bei mir. Wie lange seid ihr zusammen? 3,5 Jahre. Was ist Ihr Sternzeichen? Orang-Utan. Wann hat sie Geburtstag? Gestern. Ey, hier sehen Sie ein wildes Taha, wie er versucht, den Ball zu treffen. Rakip Deykin, Defense! Dann mach du die Aufschläge lieber. Jetzt zieh ich einfach 5 Mal auf. Ja, der ist drüber! Ich hab einen Punkt gemacht! Was für ein Punkt? Auf! Bruder, wisst ihr, was ihr beide gemeinsam habt? Ihr seid beide dieselbe Gattung. Ja, Salami, ja, Salami, ja, Salari. Wie ihr seht, wir sind auf jeden Fall mies dabei. Wir wissen nicht, wie man Tennis spielt. Zumindest die Jungs mit mir. So, diese Jungs, guckt euch mit dem bitte mal an und sagt mir, woher der wissen soll, wie man Tennis spielt. Wo soll er in seinem Leben Tennis gesehen haben? Essen 4-5 haben wir nach oben. Ich hab keine Ahnung. So, das ist halt das Niveau, mit dem wir hier verkehren. Insofern. GG. Fall Leute, Samstagabend, Party von Love Yourself Studios, erste Event, Alhamdulillah. Shotata. Bitte nicht essen. What can I do? Hallo! Oha! Ja, was denn? Das Tennis soll ihm! Ey, oh Mann! Oh Mann! Lass mal freundschaftlich spielen, mach uns doch schnell fertig! Bruder, siehst du mein Gött? Geil! Geh mal darüber! Behinderter! Faul! Lappen! Nett! Da haben sich 2 gefunden, wa? Fiete, okay, ich geh mit dir jetzt pinkeln, komm! Ey, oh. Wir gehen auf jeden Fall nicht auf. Auch wenn wir jetzt vom Tennis rausgeschmissen wurden, weil wir zu schlecht sind. Ein bisschen Cardio muss auch noch sein. Am Abend um den Tennisplatz. Auch wenn Sommerballzeiten schon vorüber sind. Wir bereiten uns auf den nächsten Frühling vor. Hier wird noch fleißig gespielt. Ferro ist noch am Start. Kennen Sie die Menschen? Ball geht 3 Meter am Tor vorbei, der sagt, oh, der war drin. Wir sind auf jeden Fall trotzdem
fleißig und geben heute nicht auf. Das ist das. Peace and love. Talking about always. It's always stay hydrated. Das ist das. Go, 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 go. Das ist das. Heidi. Hey, wa. Und nochmal, weil es so schön war. Ferro! Altenbläsig! Bro, sag mal, Ferro, sie wird winseln. Hä? Sie wird winseln. Altenbläsig, ran! Burma, Burma, no! Diese Tochter. Von wo, Bro? Schimmasse, Bruder. Schimmasse. Woher kommt das, Ferro? Länge, Breite. Woher, Ferro? Lau, Ferro, lau, lau, Ferro. Lau, Ferro. Hey, wa. Safe, ihr denkt. Gleich. Safe, ihr denkt, ich bin unnormal fleißig und bin voll der G. Dabei ist das immer nur eine Viertelrunde, die ich jogge, wenn die Kamera läuft. Und dann beim nächsten Cut lege ich mich wieder hin. Aber egal, kann ich euch zeigen. Hey, wa. Seid ehrlich, langsam, ihr habt keinen Bock mehr, ne? Ich weiß. Deswegen mach ich weiter. Das ist das. Halt die Fresse. Hey, wa. So, auf jeden Fall eine wilde Session. Das war's für heute. Ich glaube, wenn das alles durch ist, hat der Bro hier ein bisschen Material für zwei Vlogs. Wie viele Vlogs machst du? Zwei Vlogs? Zwei Vlogs und zwei Musikquizzes. Davon haben wir noch Verletzte. Philipp, deine letzten Worte für dieses Wochenende? Ich hab deine Mutter am Arsch gefickt, du kleine... Das kann man so stehen lassen, wenn man das so sagen darf an der Stelle. Zeig mal deine Haare nochmal, Bro. Was sagst du als Abschluss zum Wochenende? Hä? Was sagst du zum Wochenende? Habibi, Tennis gespielt wie Dirk Nowitzki. Was, Bruder? Mach nochmal dein Geräusch einmal. Welches? Ach so. Ha? Warte. Wassalamu alaikum. Ey, wa.